So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Vollmond Nacht Werwölfe. Eine neue Werwolf-Variante, die persönlich für mich zu meinen absoluten Lieblingsspielen des Jahres gehört. Ich finde, es ist, wenn man so auf dieser Art von Werwolf- und Deduktionsspielen steht, einfach die beste Umsetzung davon, die ich je gespielt habe. Das Gute ist nämlich, dass es funktioniert auch schon ab 3 Leuten, mit 5 Leuten schon extrem gut und bis zu 10. Das normale Werwölfe geht ja erst ab 10 Leuten los und macht richtig Spaß. Ansonsten dauern die Spiele so 1-2 Runden, das ist relativ schnell alles klar. Und beim neuen Spiel, also beim alten Spiel, brauchen schon extrem viele Mitspieler. Das hier geht eben sehr schnell. Alle spielen mit. Das Spiel geht eine Spielrunde lang. Eine Runde dauert 10 Minuten und trotzdem macht es mindestens genauso viel Spaß wie das normale Werwölfe. Und ich finde, es macht sogar noch deutlich mehr Spaß, weil, das erzähle ich euch gleich, erstmal gucken wir uns den Spielablauf an. Auch bei Werwölfe Vollmondnacht gibt es wieder 2 Parteien. Zum einen das Wolfsrude, bestehend aus Werwölfen und Günstlingen, sofern die Charaktere alle mitspielen. Und die anderen Charaktere, das sind zum Beispiel diese hier, das sind die Dorfbewohner, die gewinnen jeweils zusammen. Und zwar müssen es die Dorfbewohner, also wir kriegen jetzt gleich jeder verdeckt eine Karte zugeteilt, dann gucken wir uns an, wer wir sind. Das heißt nicht, dass wir auch am Ende noch dieser Charakter sind. Wir müssen rausfinden, wer wer ist, unter anderem auch, wer wir selbst sind. Und dann, am Ende wird abgestimmt, schaffen es die Dorfbewohner mit der Mehrheit einen Werwolf zu töten. Dann gewinnen die Dorfbewohner, schaffen es die Werwölfe die Spieler so in die Irre zu führen, dass sie einen von sich töten und kein Werwolf stirbt, dann gewinnen die Werwölfe im Grundprinzip. Es gibt da noch ein paar Ausnahmen von. Der Spielablauf ist dann so, dass die Karten alle gemischt werden. Dann werden 3 immer verdeckt in die Mitte gelegt. Das sind quasi so ja, erstmal neutrale Karten, die aber auch ins Spiel kommen können. Und dann bekommt jeder Spieler eine Charakterkarte zugeteilt. Ja, das wäre jetzt so die Variante für 7 Personen. Ich mache das jetzt mal einfach offen. Und dann gucken wir uns einfach mal eine Beispielrunde an, wo ich zwischendurch immer ein bisschen was zu den Rollen sagen werde. Nach dieser Runde kann man hier auch in der App die Zeit einstellen, wie lange man Diskussionszeit hat. Das ist jetzt 1 Minute, damit schnell vorbei ist, damit man es hört. Wir machen es eigentlich immer so auf 5 Minuten. Das erzeugt genug Druck, dass man nicht alles tot diskutieren kann. Aber das ist trotzdem genug Zeit, dass jeder sich irgendwie einbringen kann. So, Beispielrunde. Wie gesagt, alle Karten sind normalerweise verdeckt. Wir wüssten, wenn wir dieser Spieler wären, nur, dass wir der Betrunkene sind zu Spielbeginn. Schließt alle eure Augen. Werwölfe, wacht auf und seht euch nach anderen Werwölfen um. Jetzt öffnen die Werwölfe ihre Augen und suchen einander, machen sonst nichts weiter. Sollte es nur einen Werwolf geben, hat er es ja ein bisschen schwer zu bluffen und irgendwie zu argumentieren. Darum dürfte der sich dann eine Karte aus der Mitte angucken, weiß einfach, was da liegt und könnte hinterher zum Beispiel argumentieren, er wäre dieser Charakter. Werwölfe, schließt die Augen. Günstling, wach auf. Werwölfe, haltet einen Daumen nach oben, damit der Günstling sehen kann, wer ihr seid. So, der Günstling spielt jetzt nicht mit, das heißt, er sieht nichts, also weil er liegt halt in der Mitte, es gibt keinen Charakter, der diesen Günstling hat. Er wüsste jetzt, wer die Werwölfe sind, da er zum Werwolfsrude gehört, also zum Team Werwölfe, würde er jetzt quasi so spielen müssen, dass auf jeden Fall die Werwölfe gewinnen, also möchte er, dass irgendein anderer, also dass auf jeden Fall Mensch getötet wird, zum Beispiel auch er selbst, weil dann gewinnen die Werwölfe, weil die Siegbedingung der Werwölfe ist, dass sie gewinnen, wenn kein Werwolf stirbt beim Voting. Werwölfe, senkt die Daumen. Günstling, schließe die Augen. Freimaurer, wacht auf und sucht einander. Ich habe noch nicht mit den Freimaurern gespielt, weil ich würde sagen, die sind eher für große Gruppen, damit halt 2 Spieler schon mal wissen, okay, wir beide waren sicher, zumindest zu Spielbeginn Mensch. Und das ist auch so die einzige Funktion, die Freimaurer haben. Und das macht, sollte man meiner Meinung nach so 8, 9, 10 Spielern benutzen. Freimaurer, schließ die Augen. Seherin, wache auf und ziehe die Karte eines anderen Spielers oder 2 Karten aus der Mitte an. Auch die Seherin gibt es jetzt in der aktuellen Runde, also sie hat kein Spieler hat diesen Charakter, daher macht sie jetzt nichts, aber auch das weiß keiner. Also wenn jetzt zum Beispiel die Werwölfe nachher behaupten würden, einer von ihnen wäre die Seherin, wäre das erstmal noch relativ glaubhaft, weil es ja keine Seherin gibt. Normalerweise dürfte die sich einfach die Rolle, die Karte von einem Mitspieler angucken und wüsste eben, wer dieser Spieler zu diesem Zeitpunkt ist. Seherin, schließe deine Augen. Räuber, wach auf. Tausche deine Karte mit der eines anderen Spielers und ziehe deine neue Karte an. So, hier kommt jetzt der erste Charakter, der wirklich Würze ins Spiel bringt. Er vertauscht die Karten von 2 Spielern, sich selbst und wem anders, und guckt sich die neue Karte an. Er führt die Aktion dann später, falls sie noch drankommt, nicht aus, aber er spielt ab jetzt in diesem Team. Das heißt, hat er sich einfach einen Menschen gezogen, bleibt der Mensch. Zieht er einen Günstling oder einen Werwolf, weiß er, ab sofort ist er erstmal im Werwolfsteam und muss wie ein Werwolf spielen. Außer er findet noch raus, dass er vielleicht doch kein Werwolf mehr ist. Unruhestifterin, wach auf und vertauscht die Karten von 2 anderen Spielern. So, jetzt haben wir den nächsten Charakter, der etwas Würze ins Spiel bringt, weil jetzt vertauscht dieser Charakter 2 Karten von anderen Spielern, außer sich selbst.
Das heißt, er weiß jetzt, wenn später irgendwie Spieler behaupten, irgendwas zu sein und wenn sie es wirklich sein sollten, dass die es nicht mehr sind. Auch da muss man vorsichtig sein, wenn man diese Informationen preisgibt, weil man weiß ja zum Beispiel nicht, ob der Jäger mit einem selbst getauscht hat. Weil auch wenn mir der Jäger mir die Unruhestifterin weggenommen hat, dadurch, dass ich der Einzige bin zu dem aktuellen Zeitpunkt, der denkt, die Unruhestifterin zu sein, führe ich die Aktion trotzdem durch, auch wenn ich es vielleicht dann am Ende gar nicht mehr bin. Schließe deine Augen. Betrunkener, wach auf und vertausche deine Karte mit einer aus der Mitte. Und wieder eine Rolle, die etwas Würze ins Spiel bringt. Der Betrunkene weiß gar nicht, wer er ist. Er nimmt sich einfach eine Karte aus der Mitte, ist dann ab sofort dieser Charakter, gewinnt auch mit diesem Team, ohne erstmal einen Plan zu haben, wer das überhaupt ist. In dem Fall die Einzige, die da wirklich Licht ins Dunkel bringen könnte, wäre die Seherin, weil die Seherin kann sich entweder die Charakterkarte eines anderen Spielers angucken oder zwei Karten aus der Mitte. Betrunkener, schließe die Augen. Schlaflose, wach auf und zieh deine Karte an. Also die Betrunkene ist der einzige Charakter jetzt, der am Ende noch weiß, wer er wirklich ist. Ist sie noch immer die Schlaflose, ist alles gut. Ist sie natürlich jetzt irgendwie ein Werwolf oder so, weiß sie das auch. Und wenn sie irgendwie weiß, sie ist die Seherin, dann, also sie weiß einfach ihre Rolle, was eben für den weiteren Spielverlauf sehr wichtig ist. Schlaflose, schließe deine Augen. Wacht alle auf. So, und jetzt würden alle wieder die Augen aufmachen. Keiner wüsste so genau, was er ist, außer die Schlaflose, die jetzt natürlich behaupten könnte, die Schlaflose zu sein. Andere müssen ja es aber nicht glauben. Auch ein Werwolf, der denkt immer noch, ein Werwolf zu sein, könnte es erstmal behaupten. Sollte man aber nicht tun, weil man natürlich nicht weiß, mit wem hat der Jäger getauscht, mit wem hat die Unruhestifterin getauscht, falls es überhaupt eine gibt. Es kann natürlich auch sein, dass Jäger und Unruhestifter von Anfang an hier in der Mitte lagen und jetzt auf einmal der Betrunkene der Unruhestifter ist, aber das gar nicht weiß. Und jeder kann ja jetzt im Prinzip alles sein. Da sollte man, also natürlich kann man natürlich auch nachts wieder irgendwas hören. Man denkt natürlich, wenn man das so hört, so, wie soll ich nachts die Karten so tauschen können, dass keiner was mitbekommt. Wenn ihr spielt, werdet ihr erstaunt sein, wie leise man Karten tauschen kann. Ab und zu hört man mal was, aber das ist gar nicht so schlecht. Dann hat man am Tag wenigstens was zum Diskutieren. Beziehungsweise jemand kann zugeben, so, ach ja, ich war's, ich habe getauscht, ich bin die Unruhestifterin. Bumm. Was natürlich, stimmen kann, muss aber nicht stimmen. Das ist eben so der Trick bei der Sache. Beim normalen Werwölfe müssen nur die Werwölfe lügen. Alle anderen müssen halt die anderen überzeugen, dass sie wirklich Dorfbewohner sind, aber sie müssen nicht lügen. Oder die anderen blöffen. Auch beim Widerstand. Die normalen Menschen müssen im Prinzip nur Menschen sein, die anderen davon überzeugen. Die müssen sich halt keine Alibi-Geschichte ausdenken. Bei die Bösen von Imperium beim Widerstand müssen sich halt schon eine Cover-Story überlegen, gucken, wie sie wen geschickt anklagen. Und hier bei Vollmondnacht-Werwölfe muss im Prinzip jeder erstmal gucken, ein bisschen bluffen, nicht gleich alles an Informationen rausdrücken, weil wenn jetzt irgendwie die Unruhestiftung sagt, hier, ich habe die beiden getauscht und der weiß vorher, der sagt dann, okay, ich war vorher ein Werwolf, jetzt bin ich kein Werwolf mehr, also muss dieser Spieler ein Werwolf sein, ist alles easy. Dann weiß aber gleichzeitig der Räuber, wenn er mit einem von den beiden getauscht hat, Moment, aha, gut, jetzt bin ich wahrscheinlich Werwolf, weil ich ja vorher mit dem getauscht habe. Und wenn das stimmt, was die beiden gesagt haben, dann. Also da gibt es ganz viele verschiedene Kombinationen, die sich auch immer aus den Rollen, die im Spiel sind, ergeben, wo man halt schlussfolgern kann, wenn das stimmt, dann das und das und das und das. So ist das und dann müsste er der Werwolf sein. Aber wenn einer von denen gelogen hat, weil es die Rolle vielleicht gar nicht gibt und der Werwolf sich geschickt getarnt hat, dann kann man einen schon in die Irre führen und man weiß eben auch selbst natürlich erstmal nicht, was man ist, außer man glaubt es zu sein. Und sobald man glaubt, dass man ein Werwolf ist, muss man natürlich auch wieder so spielen, dass man kein Werwolf ist und versuchen, irgendwo anders Leute zu überführen, dass sie sich irgendwo widersprochen haben oder dass irgendwas ja gar nicht sein kann. Das klingt jetzt erstmal fürchterlich abstrakt. Es ist auch, wenn man spielt, bisher in allen Runden, wo ich es gespielt habe, am Anfang ist es so, lass mal gucken, haben wir irgendwie eine Partie, so die Grundvariante gespielt. Begeisterung war eher mäßig, nach noch einer Runde auch eher mäßig. Da haben wir halt auch die Standardvariante mit den Dorfbewohnern gespielt. Die Dorfbewohner machen nichts weiter, außer Dorfbewohner zu sein und durchzuschlafen und eben vielleicht am Ende doch noch wer anders zu sein. Aber das sind halt langweilige Rollen. Wenn man einfach die rauslässt, was ich eigentlich immer machen würde, dann hat jeder irgendwie eine Sonderfunktion, welche auch immer. Und muss sich halt auch unter einer anderen Sonderfunktion verstecken und dann daraus irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Und das gibt dem Spiel auf jeden Fall nochmal zusätzlich Würze und dann wird es auch interessant. Also dann hat es auch meiner Skeptikerrunde, sage ich mal, gestern gefallen. Ich habe es auch mit Leuten gespielt, die mathematisch und analytisch und kombinatorisch mir Lichtjahre voraus sind und da viel schneller Sachen durchschauen. Und wo ich auch dachte, okay, denen wird das sicher keinen Spaß machen, weil das für die irgendwie zu trivial ist oder so. Aber auch die fanden es richtig gut.
im Spielfall, also wir wollten es halt, irgendwie eine Freundin ist um 7, um 6 gekommen, wollte um 7 wieder gehen. Ein paar andere haben auch gesagt, noch nicht so lang und wir haben ja ganz viele Sachen da. Wir wollten irgendwie so 5, 6 Spiele spielen. Wir haben einfach, ich glaube, 4 Stunden lang nur dieses Spiel gespielt. Nach einer Partie kurz darüber diskutiert, wie toll irgendwer wen auf die Schliche gekommen ist oder wie gut irgendwer geblufft hat und dann zack, nochmal. Und irgendwann haben wir es auch so gemacht, dass wir einfach alle uninteressanten Rollen rausgenommen haben. Also irgendwie die Dorfbewohner haben wir weggelassen und die Freimaurer, weil das bei 5 Leuten keinen Sinn gemacht hat. Und alle anderen Rollen haben wir halt zufällig reingemischt. Also wir mussten dann, glaube ich, immer 1 oder 2 zufällig blind rausnehmen. Wir wussten also gar nicht, welche Rollen sind im Spiel, welche Rollen gibt es. Jeder konnte halt wirklich behaupten, alles zu sein. Und manchmal hat man auch behauptet, irgendwer zu sein, den es gar nicht gibt. Und das hat das Spiel auf jeden Fall echt gut gemacht. Also wir haben es stundenlang gespielt. Und wie gesagt, es gibt keinen Spielleiter. Also man kann das mit der App machen. Würde ich auch empfehlen, weil man muss relativ viel sagen. Also es ist deutlich mehr als beim normalen Werwölfe. Und darum ist das mit der App schon okay. Einem kommt die Zeit, wenn ihr es gerade im Video geguckt habt, wo ich habe ja mal geschnitten. Auf jeden Fall ist die Zeit dazwischen relativ kurz. Ich glaube, es sind unter 10 Sekunden oder wenn, dann genau 10 Sekunden pro Rolle. Das schafft man aber in der Zeit. Und man ist auch erstaunt, wie gesagt, wie leise man die Karten tauschen kann. Und die Hintergrundgeräusche bei der App, die sind ein bisschen nervig. Also jetzt gerade im Video kamen die, glaube ich, extrem nervig rüber. Sind aber ganz gut, weil man halt so nicht alles 1A mitbekommt, was am Tisch passiert. Man kann die auch ausschalten. Und es gibt jetzt noch bei Kickstarter eine neue Version davon, wo es noch mehr unterschiedliche Rollen gibt und wo auch die App noch ein bisschen besser ist, wo man dann auch noch alternative Musik hat, irgendwie Wolfsgeheul oder irgendwie einfach spannungsvolle Musik. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Die werde ich hoffentlich Ende November, Anfang Dezember bekommen. Und ja, zu dem Spiel, es gibt auch noch andere Rollen. Wie gesagt, die Dorfbewohner, die sind langweilig, weil die machen einfach nichts. Die anderen, also diese beiden Rollen schlafen durch. Der Gerber, wenn ich zu Anfang der Gerber bin, dann möchte ich sterben. Der Gerber hasst seinen Beruf so sehr, dass er auf jeden Fall sterben möchte. Und sein Ziel ist es, derjenige zu sein, der gewotet wird, der stirbt. Und ja, dann hat der Gerber quasi gewonnen. Da die Werwölfe auch gewinnen, wenn kein Werwolf stirbt, gewinnen quasi, wenn der Gerber getötet wird, gewinnt der Gerber und die Werwölfe. Immer wenn ein Unentschieden bei der Abstimmung ist, das heißt, wenn irgendwie bei 6 Leuten ein Spieler 3 bekommt und der andere Spieler auch 3 Stimmen, dann sterben beide. Weil einer davon Werwolf, gewinnen die Menschen. In dem Fall, wenn der Gerber auch dabei ist, hat er trotzdem gewonnen, egal was aus der anderen Konstellation raus passiert. Also die Rolle ist interessant, weil wenn man der Gerber ist und denkt, es ist sein, dann kann man halt sagen, oh, ich bin Werwolf, tötet mich. Oder man dann denkt, ja, Moment, wenn er das sagt, ist er ja Gerber bestimmt, also voten wir das nicht. Und das ist natürlich auch eine gute Tarnung für Werwölfe, einfach als Werwolf zu sagen, ich bin der Gerber, tötet mich. Dann machen die das halt wahrscheinlich nicht, weil man könnte es ja wirklich sein. Und so ergeben sich einfach unfassbar viele Möglichkeiten. Auch beim Jäger ist es auch so wie im klassischen Werwölfe, bei der Abstimmung, der Spieler, auf den der Jäger zeigt, der stirbt mit. Also wenn alle denken, ich bin ein Werwolf und ich weiß, du bist ein Werwolf und du hast die anderen auf die Irre geführt, kann ich sagen, hier, dich nehme ich mit und dann bin ich zwar der, der stirbt, aber auch stirbt auch ein Werwolf, also gewinnen die Menschen. Und dann die Doppelgängerin, die ist eine wirklich komplizierte, aber interessante Rolle. Irgendein Spieler bekommt die Doppelgängerin. Die Doppelgängerin wird vor allen anderen Charakteren aufgerufen und guckt sich dann die Karte von demjenigen an. Guckt sie sich zum Beispiel eine Werwolfskarte an, ist sie ab sofort ein Werwolf, ist im Werwolfsrudel und gewinnt mit den Werwölfen zusammen. Wenn dann später die Werwölfe aufgerufen werden, die Augen zu öffnen, dann öffnen 3 Werwölfe die Augen, weil sie jetzt auch quasi die Aktion durchführen. Guckt sie sich die Karte des Räubers an, darf sie sofort seine Nachtaktion durchführen und ihre Karte mit einer anderen Karte vertauschen, wodurch jetzt ein anderer Spieler zur Doppelgängerin wird und sie halt die neue Rolle bekommt, was dann auch zum Beispiel wieder ein Werwolf sein könnte oder die Schlaflose. Man weiß es nicht. Guckt sie sich irgendwie die Schlaflose an, wird sie zur Schlaflosen und wenn die Schlaflose nachher aufgerufen wird, sich ihre Karte anzugucken, wird danach nochmal die Doppelgänger-Schlaflose aufgerufen, wenn es sie denn gibt, das auch zu tun. Und ja, wenn der Doppelgänger ein Freimaurer wird, gehört es zu den Freimaurern und so weiter und so fort. Wird sie ein Dorfbewohner, schläft sie auch einfach durch. Also sie kann ihre Fraktion wechseln. Es kann dadurch eben sein, dass es 2 Seher gibt, dass es 2 Jäger gibt, dass es 2 Günstlinge gibt oder halt noch mehr Werwölfe. Und die macht das Spiel wirklich extrem unberechenbar. Natürlich, wenn sie hier in der Mitte liegt, dann passiert einfach nichts. Und auch die kann man natürlich gut zum Bluffen benutzen. Also wenn jetzt irgendwie die Seherin sagt, Moment, ich bin die Seherin, ich habe gesehen, das ist ein Werwolf, dann kann einfach anders sagen, Moment, ich bin auf jeden Fall auch die Seherin, ich habe hier irgendwie was ganz anderes gesehen. Und das sind so alle Charaktere, die es gibt. Es gibt eben noch diese Marker dann dazu, die
also wir haben die relativ oft benutzt, einfach damit, wenn irgendwer sagt, so, ich bin der Räuber, ich habe das und das gemacht, damit man die Charaktere zuordnen kann und sich einfach daran orientieren konnte, was da so drauf liegt, aber natürlich auch dann wieder Zurückschlussfeuer muss, Moment, aber wenn der jetzt hier gelogen hat, weil er sagt hier, er ist der Räuber, dann ist ja alles wieder ganz anders. Also das kann man jetzt hier so leider nicht so erklären, also wenn man dieses Spiel erklärt bekommt, klingt es nicht so brillant, wie es ist, wenn man es spielt. Darum würde ich einfach sagen, wenn ihr generell Werwolf-Spiele mögt und euch daran immer darüber geärgert habt, dass man für Werwölfe so viele Leute braucht und immer mindestens 10 sein muss, damit es richtig gut ist und vielleicht auch mit dem Widerstand und den anderen Sachen, die es so gibt, nicht glücklich geworden seid, guckt euch auf jeden Fall Vollmondnacht Werwölfe an. Das funktioniert echt in jeder bisher von mir ausprobierten Spielerzahl. Ich habe es noch nicht mit ganz vielen Spielern gespielt, aber mit wenigen Spielern funktioniert es. Man braucht die richtige Gruppe dafür. Wenn man solche Spiele generell eh nicht mag und wenn man furchtbar schlecht darin ist, irgendwie so zu kombinieren oder sich vielleicht noch selbst ein Alibi auszudenken, dann wird auch das hier nichts für einen sein. Aber meiner Erfahrung nach ist es ein super Partyspiel, meiner Meinung nach das beste Partyspiel. Und da ist eigentlich fast jeder mit drin, spielt irgendwie mit, lernt auch so, während man mehrere Partien spielt, wie es geht. Und wie gesagt, die Runde habt ihr eben gerade mitbekommen, das war jetzt durch meine Erklärung doppelt so lang, wie es normalerweise ist. Diese Erzählerphase dauert, glaube ich, so 2,5 Minuten, je nach Zahl der Charaktere. Danach läuft die Uhr runter. Wir haben sie immer auf 5 Minuten gestellt. Das heißt, eine Partie dauert unter 10 Minuten. Das heißt, man kann in einer Stunde locker 6 Partien spielen. Und wir haben es gestern, glaube ich, irgendwie 3-4 Stunden gespielt. Also wir haben locker irgendwas zwischen 15 und 20 Partien gespielt. Das ist einfach super. Also für mich, der solche Art von Spielen, wo man viel die Mitspieler lesen muss und viel interagieren muss und viel reden muss, mag, für die ist das genau das perfekte Spiel. Also, wie gesagt, es kommt auch bald eine neue Version davon raus, mit halt anderen Rollen, noch mehr Rollen, wo auch jeder eine Sonderrolle hat, wo man dann noch mehr Rollen mixen kann. Und das wird absolut großartig, da freue ich mich schon sehr drauf. Was ich noch sagen muss, die Kartenqualität. Erst denkt man, es ist gut, dass das hier so hartes, so harte Pappdinger sind, weil die ja durchaus halten. Aber wie man hier zum Beispiel beim Räuber sieht, die nutzen sich auch gerade beim Mischen relativ gut ab. Das ist wiederum eigentlich ärgerlich, dass es keine Karten sind, weil Karten könnte ich einfach in Sleeves packen, also in Höhlen, die von hinten nicht durchsichtig sind, und schon wären die Karten absolut perfekt. Und es, das ist eben bei solchen Spielen mit verborgenen Rollen. Ich finde, die sollten immer Standardkarten im Standard-Magic-Format nehmen, weil die kann man einfach in Höhlen packen und dadurch ist die Gefahr, dass irgendwie Karten markiert werden, man daraus irgendwas schlussfolgern kann, eliminiert, weil das ruiniert den Spielspaß. Auch wenn es vielleicht nur einer sieht und das nicht weitergibt und den ganzen Abend dann Vorteile daraus zieht, ist es ja gut für den einen, doof für alle anderen, und wenn es auch alle wissen, dann denkt man sich, okay, müssen wir diesen Charakter jetzt halt irgendwie weglassen oder so. Und das ist schade, aber ich habe bei BoardGameGeek schon ein paar Threads gesehen, wo Leute irgendwelche Standardhöhlen von Fantasy Flight genommen haben und sich dann so eine Apparatur aus so einem Cutter gebastelt haben, mit dem sie die Höhlen alle gleichmäßig zuschneiden. Das werde ich mir auch nochmal angucken und dann auf jeden Fall auch machen, weil dieses Spiel spielt man halt locker schnell 30, 40, 50, 100 Mal und dann haben die Dinger alle irgendwelche Macken. Und da macht es Sinn, die zu sleeven. Darum schade, dass es, also gut, dass es so hochwertiges Material ist einerseits, schade, dass es halt nicht einfache Karten sind, die man einfach in Sleeves packen könnte. Das wäre viel, viel, viel besser. Aber das ist auch schon so am Spielmaterial, da ist halt nicht viel drin, ne? Das Einzige, was ich zu bemerken habe, und ansonsten ist jetzt, glaube ich, rausgekommen, ich habe schon wieder viel erzählt, dass ich dieses Spiel extrem mag. Wer halt Werwolf-Spiele mag, holt euch dieses Spiel. Es ist wirklich so gut, wie überall gesagt. Es ist jetzt erst auf Deutsch rausgekommen. Ich habe halt schon, ich weiß nicht, vom halben Jahr oder Jahr mir die englische Version angeguckt und habe gesagt, boah, das ist bestimmt voll gut, voll meins. Aber man weiß ja nicht, funktioniert so ein Werwolf-Spiel mit 4 Spielern wirklich? Macht es Spaß? Kann es Spaß machen? Kann es toll sein? Kann es dieses geile Feeling haben, das man beim normalen Werwolf hat? Und ich sage, ja, geht, funktioniert. Mir gefällt es sogar noch welten besser als das große Werwolf. Das spiele ich halt wirklich dann, wenn ich mehr als 10 Leute habe und sage, okay, wir wollen Werwolf spielen, das ist ein ganz nettes Spiel für die Konstellation. Aber ansonsten, das Spiel ist wirklich super, das werde ich noch sehr, sehr, sehr oft spielen. Das wird auch, glaube ich, lange in meiner Kollektion bleiben. Also es ist einfach bisher die beste Werwolf-Umsetzung-Variante, die ich bisher jemals gespielt habe. Und ich habe da schon ein paar durchprobiert.
Und ja, ich möchte jetzt gar nicht weiterreden, weil ich rede hier nur, man sieht nicht so viel, das ist nicht so spannend. Ich denke, meine Begeisterung für das Spiel ist rausgekommen. Wenn ihr es auch schon gespielt habt, könnt ihr mir gerne Feedback dazu geben. Es gibt auch Runden, die mögen es nicht. Also auch gerade, wenn man Boardgame Geek liest, da gibt es viele Kommentare, die sagen, war nichts für uns mit dem ganzen Hin- und Hergetausch und so, das ist irgendwie doof. Aber ich finde halt, dadurch kann man von allen Werwolf-Varianten auch am meisten irgendwie schlussfolgern. Muss sich halt, jeder muss sich einbringen. Beim normalen Werwölfe kann man einfach viele Partien einfach da sitzen, wenig sagen, ab und zu was sagen. Aber hier sind die Informationen, gerade wenn man ohne Dorfbewohner spielt, die Informationen jeder Rolle sind wichtig. Wenn einer betrunken ist, was hat er gemacht? Mit wem hat er getauscht? Wenn einer Seherin ist, welche Karte hat sie sich anguckt? Oder welche Karte aus der Mitte? Welche Charaktere sind wahrscheinlich nicht im Spiel, wenn damit nicht getauscht wurde? Freimaurer, wer war am Anfang der andere Mensch? Wer ist die Schlaflose? Jeder muss seine Informationen preisgeben, irgendwie, sollte es zumindest. Die Werwölfe müssen halt dann eine andere Rolle gut kopieren oder irgendwie so in die Irre führen, dass er gar nicht mehr weiß, dass er selbst ist. Und wie gesagt, extrem gut, mir gefällt es außerordentlich, also ich wiederhole mich nur, darum sage ich jetzt, holt euch einfach Vollmondnacht Werwölfe, habt hoffentlich genauso viel Spaß damit wie ich. Ich sage bis bald und tschüss, bye bye.